Das sind die Walliser Nachrichten vom Montag, 22. September 2008, unter anderem mit diesen Meldungen. Ein Bergsteiger am Matterhorn tödlich verunglückt, hintattackierenden Schafherden im Bintelli und der Wolf auf der Alp am Meer darf nicht abgeschossen kommen. Schön, schaut ihr zu. Am Sonntagnachmittag ist unterhalb von der Solveihütte bei Zermatt ein Bergsteiger tödlich verunglückt. Der Bergsteiger war mit dem Kollegen im Aufstieg zum Solvay-Biwak. Rund 100 Meter unter der Hütte ist er aus einem ungeklärten Grund 400 Meter in die Matterhorn-Ostwand gefallen. Das Opfer konnte man noch nicht formell identifizieren. Eine Untersuchung ist eingeleitet. Am Sonntagnachmittag haben drei Hunde im Hinterbintal ein Schafherde angegriffen und umeinander gehetzt. Mehrere Schafe haben sich dabei verletzt. Die genaue Zahl der Schafe ist noch nicht bestätigt. Als der Wildhüter auf den Platz kam, war er gezwungen, die Hunde zu erschiessen. Man geht davon aus, dass es nicht rein rassische, australische Hütehunde waren, die ohne Besitzer unterwegs waren. Ob sie überhaupt einen Besitzer hatten, ist noch unbekannt. Die Kadaver von erschossenen Hunden hat man jetzt der Kantonspolizei übergeben. Die haben eine Untersuchung eingeleitet. Der Wolf, der vor allem am Meer schon über 30 Schafe gerissen hat, ist vom Kanton nicht zum Abschuss freigegeben. Leute und Peter Scheibler, Chef der Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere, sieht die interkommunale Kommission die Abschusskriterien als nicht erfüllte an. Leute und Webe hat die Vereinigung Agridea, die sich unter anderem für die Entwicklung der Landwirtschaft einsetzt, die Vorsorgemassnahmen im fraglichen Gebiet untersucht. Die kantonale Dienststelle wartet jetzt den Bericht ab. Die Bauarbeit in der St. Jodrusstrasse zwischen dem Spital Fischb und dem Friedhof darf in 2 bis 3 Wochen planmässig fertig sein. Das hat der Leiter der Bauplanung der Gemeinde Fischb bestätigt. Die Bauarbeiten ziehen sich schon seit Juni hin. Sie haben sich wegen der Schmäle der Strasse und der komplexen Kabelleitungen darunter schwierig gestaltet. Vereinzelt nur hat man die Wolke am Walliser Himmel gesehen. Im Grossen und Ganzen war der Montag ein wunderschöner Herbsttag. Wie es für die nächsten Tage aussieht, wir schauen die Prognose vom Walliser Wetter an. Wunderbare Sicht von der Grechner Wetterkamera aus. Nur ganz klein im Hintergrund hat man dies am Montag ein paar Wolken gesehen. Für den Dienstag ist dann auch wieder schönes Herbstwetter angesagt. Am Morgen gibt es noch vereinzelte Wolkenfelder, die verziehen sich aber im Verlauf des Nachmittags und dann können wir überall im Oberwallis mit Sonnenschein rechnen. Die Temperaturen sind am Dienstag dementsprechend mild. Leikerbad, Grech und Zermatt können 10 Grad erwarten, Simplon 11 Grad und Saastal 9 Grad. Bis zum Wochenende hin bleibt nicht schön Herbstwetter erhalten. Auch die Temperaturen steigen bis am Freitag auf 18 Grad. Ich sage merci vielmal, dass ihr eingeschaltet habt. Ich verabschiede mich von euch. Das waren die Walliser Nachrichten auf Teleoberwallis.